So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von American Truck Simulator. Wo wir gerade Schwertransportmissionen machen. So. Ein schweres technisches Teil. Und da haben wir gerade mal 11.000, ne? Ja. Time to hit the road. So, da sind wir wieder in unserer Lane. So, machen wir mal hier direkt mal hier so und so. Halt. Hat er. Musik ist drin. Sehr gut. Ab wie viel MPH springt der TT? Ah, ab 19. Ab 19 MPH springt der TT rein. Also kann ich ihn aktivieren. Ja, interessant. Weil bei ETS ist es ja glaube ich erst ab 35, ab 30 km/h, ne? Eben, ab 30 km/h kann ich das jetzt einschalten. Eben. Ja. Und hier kann ich so ein bisschen schon ab 20 mph. Was ja ungefähr gleich ist, aber hätte auch sein können, dass hier auch erst ab 30 mph geht, ne? Dass einfach die Zahl entscheidend ist. Ich meine, ich frage mich sowieso, ob es nicht, ich weiß halt nicht, wie es im Echten ist, ob man im Echten das auch so an die Geschwindigkeit gekoppelt ist oder ob man im Echten nicht schon ab 1 km/h den CC einsetzen kann. Weil ich meine, es gibt halt so Straßen, da hast du, ne, so wie wir bei ETS ja letztens hatten, da diese komische Seitenstraße da, mit 10 km/h Maximalgeschwindigkeit. Und wenn du da so eine 3 Kilometer lange Straße hast, wo du gerade mal 10 km/h fahren darfst, ja, da schläfst du doch ein. Also gerade da wäre es halt günstig, so ein CC zu haben. Hier Cruise Control. Den halt auf 10 km/h stellen kannst. Ne, ich meine, gut, man könnte jetzt auch als Konterargument bringen, ja, wenn du den CC einstellst, dann hast du natürlich eine noch höhere Wahrscheinlichkeit, dass du dabei einschließt, weil bewegt sich halt kaum was in deinem Sichtfeld. Und du musst halt selber auch nichts tun. Ne? Von daher vielleicht noch gefährlicher und so zwingst du den Fahrer quasi wach zu bleiben. Aber wenn du halt so 3 Kilometer lange Strecke hast, wo du gerade mal 10 km/h fahren darfst, ist natürlich auch ein bisschen blöd. Naja. Was mit. Erstens, wieso schwebt seine Achsen teilweise und zweitens, warum bremst du hier? Are you crazy or simply stupid? Nee, ich soll sehr zu schlank anfangen hier. Nein, das wollte ich nicht. Oh mein Gott. Das da. Wie die halt hier die Bank einfach ATS-Bank nennen, ne? Gerade eben das Werbeschild da. Stay safe, pull over, okay. Ich fange wieder an zu schlingern. Bolt closed. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob wir die 170 Meilen in der Folge schaffen. Klingt ja doch erstmal eine ganze Menge.
Hat der da dreimal. Der hat ja nur orange Lampe. Was ist mit dem los? So was gibt's auch noch? Ah. Nein, die blinken tun aber rot. Okay. Oh, was ist denn hier los? Warum musst du bremsen, mein Freund? Na, was nun? Fährst du oder fährst du nicht? Ah, Leute. Ich glaube, die Polizisten schon wieder so einen Wagen. Also langsam, also von denen sind echt zu viele. Ich glaube, die Polizeiwagen, also diese Begleitfahrzeuge, wären zu sehr, zu schnell nervös, wenn vorher denen einer reinschert. Und ich glaube, da ist die KI nicht so ganz sauber programmiert. Der geht halt direkt auf die Eisen. Obwohl er selber viel langsamer ist als die. Also. A little bit suspect. Das macht so keinen Sinn. Das hier macht so keinen Sinn. Weil gut, der hat zwar hier schon Blinker drauf, ne? Aber wenn du von hinten siehst, hast du zwar schon dieses Oversized Lord, aber deine Blinker siehst du gar nicht. Und der blinkt hinten so rum, wie so ein Bekloppter, obwohl du das von hinten, wenn du hier so rankommst, halt gar nicht siehst, weil der Pickup dahinter steht. Ah, das ist so dumm. Ah, jetzt hier. Da blinkt er so schön vor sich hin. Und wie gesagt, das siehst du aber von hinten gar nicht. Weil der Pickup komplett alles versperrt. Also, hätte sich die Polizei auch gleich sparen können. An der Stelle. Boah, das sind aber schöne Sandberge da hinten. Der LKW, da wird sich nicht einig, ob er überholen soll oder nicht. Ah doch, jetzt überholt er. Und bricht schon wieder ab. Was ist mit denen? Erst überholen sie und dann, wenn sie gerade dabei sind zu überholen, brechen sie auf einmal mal wieder ab. Ja, haben die Langeweile? Jetzt ist er weg. Oder? Ah ne, da kommt er wieder. Sätze? Ja, jetzt überholt er. Sehr schön. Ich meine, letztendlich ist es real, aber ein bisschen bekloppt ist das schon, ne? Und da kommt direkt der nächste. Ja gut, ist er auch? Sehr gut. Jetzt bleibt der Polizeiwagen ruhig. Jetzt kommt auch der LKW wieder vorne. Was ist denn los mit denen hier alle? Ist doch nicht normal hier. Wenn ich dran denke, muss man nachher die Videos gucken. Ob das da auch so verzögert ist, weil so eine krasse Verzögerung kann nicht bei mir hier durch. Ah ne, so hat es die Verzögerung gar nicht. Das Klicken hier, wenn ich hier raufklicke, dann hat man ungefähr eine halbe Sekunde Verzögerung, aber hier ist ja. Ah gut, okay, so. Ist fast genauso lang. Klingt nur etwas länger, weil die Hupe nicht direkt mit voller Pulle anfängt. Oder mit voller Amplitude, sondern halt erstmal lauter wird, weil sich ja bei der echten Hupe
da erstmal Druck aufbauen muss, weil die sind ja luftbetrieben, die Hupen. Das heißt, du steuerst ja letztendlich ein Ventil an und das Ventil lässt dann Luft halt in die Hupe rein und beim Durchströmen der Luft durch die Hupe hast du halt, ich weiß nicht, ob da einfach eine Stahlmembran ist oder sowas, die halt durch die Luft in Schwingung versetzt wird und das ist dann das, was halt hupt. Und ja, dadurch, dass da halt erstmal Luftstrom entstehen muss, ist dieser halt nicht sofort da, sobald du halt das Ventil öffnest, sondern die Luft muss ja erstmal vom Ventil A zur Hupe und damit es denn dort überhaupt irgendeinen Effekt ausüben kann, muss ja an der Stelle auch erstmal ein gewisser Druck entstehen können. Und deswegen hast du halt sowieso eine gewisse Verzögerung zwischen Hupen und dem tatsächlichen der Tätigkeit des Hupens. Was? Na gut, die müssen aber schneller kommen. Weil ich weiß gerade nicht, ob die normale Hupe, ob die auch luftbetrieben ist. Weil wie gesagt, das Horn, die auf jeden Fall. Aber die normale Hupe. Wobei doch, die ist. Also auf jeden Fall bei älteren LKWs ist die, glaube ich, auch luftbetrieben. Aber das ist ja hier schon neuere LKW. Da weiß ich nicht, wie die da angesteuert werden. Da hinten auf dem Berg. Da steht da einfach ein so ein Haus drauf drum. Also sonst keine Infrastruktur, kein nichts, kein gar nichts, aber da so ein Riesenhaus. Oder das ist Industriegelände. Was ist denn das für ein Müll? Ah ja doch, ist ein zylindrisches Industriegebilde, Gedingsgedöns, was auch immer das letztendlich darstellen soll. Ob das einfach ein Speicher ist, sieht fast so aus, ne? So ein Gasspeicher oder Wasserspeicher oder irgendwie sowas. Ah, Werbung. Was ist denn das? Strong, White Pause, bla, bla, Dings. Ach so, einfach nur Luft war. Also hier, gerade wenn du keine Fracht geladen hast. Oder halt der leichte Fracht geladen hast, dann kann halt so eine Windböe dich schon durchaus erfassen. Gerade hier in Amerika, wo du halt so riesige Steppengebiete hast, da hat der Wind ja auch nichts, wo irgendwie abgebremst wird oder sowas. Das heißt, der fegt dann mit voller Stärke über die Autobahnen. Und da hast du dann schon viele Gebiete, wo sich sowas schnell eskalierend aufbauen kann. Ja? Ich meine, auch in Europa hast du viele Felder oder sowas, die angrenzend an die Autobahn sind, wo sich halt Luftböen aufbauen können. Aber in Amerika ist der Effekt natürlich gleich viel schlimmer, weil da halt, da ist ja überall freie Fläche fast. Ja? Ist ja nicht als riesige Wüste. Motorradkopf. Süß. Ah, geht gerade hier echt schon ein bisschen Luft durch. Ist auch einfach so angenehm bei mir im Zimmer. Sehr schön. Soll heute 34 Grad werden. Ja, ist ja heute der 18. Juni. In 4 Tagen habe ich Geburtstag. Heilige Scheiße.
Ja, aber wie gesagt, heute 34 Grad. Aber jetzt gerade geht ein bisschen Wind. Uah. Mehr konzentrieren. We are America. We are in America. Warum habe ich hier eigentlich nur R, N und D? Warum habe ich da gar keine Klettergänge? Hat der LKW keine Klettergänge? Das wäre sehr traurig. Eigentlich ging ich schon fast davon aus, weil er ja bis 20 km/h so schön beschleunigt, dass er da schon Klettergänge hat, aber er macht er einfach so mit den normalen Gängen. Bis 20 km/h. Naja. Wenigstens hält er jetzt seine atemberaubenden 40 mph. Ist ja schon alles in Ordnung. State Law. Change Line for. For was auch immer. Oh, ein Holztransporter mit doppelten Auflieger. Krass, korrekt. Ah, ich freue mich dann schon, wenn wir unsere ersten Triple-Auflieger haben. Da haben wir dann einfach richtig schön Coderwelsch beim Abbiegen. Leider gibt es hier keine Wow-Trains. Das finde ich ein bisschen schade, also so richtig lange Auflieger. Ich meine, es gibt zwar hier so dreiteilige Auflieger. Aber das ist ja doch bloß so eine kurze Auflieger. Also die Gesamtlänge ist auch nicht so groß. Ja, aber in echt Amerika, da geht es teilweise bis zu 5 Auflieger, die dann alle volle Größe, also volle Länge haben, also 48 Fuß. Oder vielleicht sogar 53 Fuß, keine Ahnung. Aber eben, die haben dann halt richtig, richtig Länge. Aber sowas gibt es in ATS leider noch nicht. Ja? Ich meine, wär mal cool, wenn es dafür so ein offizielles DLC geben würde, ne? Weil ich meine, hier diese ganzen Schwerlasttransporte sind ja auch, es ist auch ein Schwerlasttransport-DLC. Also warum gibt es kein Wow-Train-DLC? Das wäre ganz geil, oder? Warum bremst du schon wieder? Ah ne, ich fahr zu schnell. Ha, das hackelt einiges. Central Lines. Warum Central Lines? Es gibt doch nur eine Linie in einem Zentrum, weil das Zentrum ist doch ein Punkt. Also kannst du auch nur eine Linie. Na gut, es gibt mehrere Linien, die Punkt kreuzen. Okay, das ist richtig, aber. Sehr suspekter Name. Klingt sehr den Haaren herbeigezogen. Direkt mal beim Kartellamt fragen. Ey, hast du sogar fast geschafft, noch 26 Meilen. Lol. Schaffen wir echt locker in der Folge. Ich glaube, da vorne ist schon fast das Ziel, ne? Noch 20 Meilen, dann sollte schnell vorbei sein. Ah ne, da vorne geht's noch weiter. Auch ein schönes Gebiet. Schnee, vor allem die Berge, ey, die sehen geil aus. Was? Was?
all day up and out with you till I die. How many times for you I'ma try? Keep right, and then exit right. Okay. I wanna show my best friend. She's in my life, my happy end in hard times. Exit right. Der muss einfach weiter. Gibt es keine Absperrungen? Nicht aufsetzen, mein Freund. Keep right and then turn off. Was ist das denn? Eine Eisenbahnbrücke? Sieht fast aus, ne? So, aber wir müssen hier rein. Ah ne, das ist so ein Freiluftkran. Ja, genau, ist so ein Freiluftkran hier. Davon weiter weg und viel monumentaler aus, ne? Da ist doch hier voll langweilig. Ah. Meine schöne Stahlwerk. Ja, ist doch Stahl, ne? Ja genau, mit Stahlplatten. Ja, schönes Stahlwerk. So. Ah, jetzt hat er wieder erreicht. Let's go. Ab jetzt kannst du deinen eigenen Auflieger kaufen. Cool, da kommen wir uns direkt der Auflieger. Wir haben noch keinen LKW, aber hey, wer braucht den schon? Schnelle Aufträge. So, was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, hier waren wir noch nicht. Das heißt, guck mal hier. Das klingt doch ganz gut. Haben wir zwar schon wieder so einen LKW? Oder einen gleichen, glaube ich sogar. Die hier oben war schon jetzt ein paar Mal. Sagt mal, dass sie hier die Strafen mit anzeigen. Das ist aber auch neu, oder? Man sieht jetzt richtig sogar schon so ein bisschen, wo man hier sogar schon war. Wow, kannst du bitte hier weggehen? Danke. Ja, ich würde sagen, nehmen wir das Ding. Sehr geil. Erster Auftrag in Denver. Ich muss da rüber. Warum ist hier so eine Leitplanke gedingsgedöns? Muss ich schon wieder so dreimal um die Ecken gekurven fahren oder was hier? Ja, mal hier, so. Mal gucken, wo wir lang müssen. Wir müssen nach da, müssen wir, ja, da einmal rum und dann können wir hier rausfahren. Nee, können wir nicht. Können wir. Gott, mit dem lange Auflieger. Holy moly. Das ist aber echt ein langer Auflieger. Oh nee, ist ein moderner LKW. Hat ja schon richtig modernes Mercedes-Design-Style-Cockpit. Wo fahre ich hier lang? Oh mein Gott, ich hab verkackt. Ich werde unglücklich. Oh gut, ich kann hier auch durchfahren. Ha! Hier hätte ich langfahren müssen. Egal. So. Wir haben es ja geschafft.
Oh, dann muss ich hier ganz weit ausweichen, damit ich dann diese komische enge Aufnahme darauf reinpasse. Okay, bringt hier nichts. Ah, mache ich einfach mal ein bisschen kurz nach rechts aus hier und dann kann man hier so richtig schön. Wo muss ich rein? Da muss ich rein. So. Das sollte jetzt passen, oder? Ah, doch, sieht gut aus. Wow. Mal auf jetzt hier die Kacke. Hallo, Ofen machen. Bin ich hier falsch? Alter, wie lange muss ich denn da ranfahren? Hier fahren auch Züge, ich will auch einen Zug sehen. Ach, da ist der Zug. Das ist ja ein süßer Zug, ist eine U-Bahn, oder? Ah, zwei Waggons gerade mal. Sehr interessant. Hä, wo fährt der denn lang? Hä? Was soll der jetzt gerade von mir? Wieso straight on? Kann man mal rüber sagen, was der gerade von mir will? Brr. Das ist ja verrückt. Bleib offen, bleib offen, bleib offen. Okay. So, eigentlich können wir hier direkt Pause machen. Was ist das hier überhaupt? Achso, kann ich kaufen. Achso, kann ich hier keine Pause machen. Schade. Kann ich denn jetzt hier mal Pause machen? Ha, nirgendwo. Das mit dem nirgendwo sollte eigentlich gerade ein Witz sein. Oh mein Gott. Gut, dann müssen wir uns also irgendwo günstig hinstellen. Dann wird das hier mit dem Pause machen nichts mehr. Vor allem mit dem langen Auflieger, ne? Ah. Wieso? Ich muss hier noch nichts abbiegen. Was ist los mit diesem Mädel? Na, sieht nicht so aus, als wenn ich hier irgendwo Pause machen könnte. Hä? Ich bin hier. Hä? Oh, ich bin gleich auf einer Fahrbahn. Ich bin hier auf der Punchspur. Ja, lol. Ha! Ja, Polizei, Sie haben nichts gesehen. Hätte ich da eigentlich gerade direkt Pause machen können, ne? Na, egal. Ein schönes Interface hier, by the way. Da so. Ah, man direkt alles auf dem Schirm, was man auf dem Schirm haben kann. Komm, wir machen jetzt hier einfach mal hier, pullen wir einfach mal over. Und dann. Oh, schön Doppelklick an hier, damit keiner meckern kann. Ach, ist sogar schon so ein LKW, der während die Blinker an sind, die Weichenwehr, also die normale Belichtung ausschaltet. Ist ja so bei Autos ganz groß im, ne? Die machen ja auch sowas gerne. Hat der hier Rundumleuchtung? Ne, der hat auch keine Rundumleuchten. Verrückte Welt. Na gut. Was jetzt? Genau, speichern. So, Handbremse haben wir auch gezogen. Aber ich mal sagen. So. Ja. Bis zur nächsten Folge.